Heute geht es um diesen Hobel hier und warum ein versprochenes Video nicht kommt. Ich habe ja vor kurzem gesagt, dass ich ein Video dazu machen möchte, wie man Gradnuten und Gradfedern von Hand macht, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Bisher habe ich, wenn ich Gradnuten gemacht habe, das eher mit der Maschine gemacht. Also ich habe da auch im Prinzip keine Erfahrung damit, wie das von Hand geht. Und ich wollte das probieren und euch dann zeigen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Das Thema kommt jetzt nicht und das hat mit diesem Hobel hier zu tun. Das ist ein Ulmia Gradhobel, den habe ich mir extra dafür bestellt. Das war gar nicht so einfach. Zuerst war er nicht lieferbar, dann fand ich einen Händler, der einen hatte. Dann kam das Paket, war aber ein Pfalzhobel drin, kein Gradhobel. Ende Oktober habe ich dann endlich diesen Hobel hier bekommen und war beim Auspacken erstmal erschrocken. Das lag hier in diesem Keil, denn dieser Keil hier war richtig fest hier rein gedroschen. Nicht nur eingeschlagen, der war richtig fest rein geprügelt. Und jeder Schreinerlehrling im ersten Lehrjahr weiß, dass man einen Holzhobel niemals mit eingeschlagenem Keil längere Zeit stehen lässt, weil er krumm wird. Der Hobel war auch krumm und zwar hier auf dieser Fläche. Ob das jetzt von dem eingeschlagenen Keil stammt, das kann ich natürlich nicht sagen. Also ich musste erst einmal hier nachhobeln, denn hier war ein Buckel von gut einem halben Millimeter drin. Das war definitiv zu viel, um damit gescheit arbeiten zu können. Nachdem dieser Buckel weg war, war auch der Vorschneider endlich mal plan. Der stand nämlich vorher zurück. Auch das hätte nicht funktioniert. Das passte also dann. Die Eisen habe ich natürlich geschärft. Das ging relativ leicht. Der Stahl ist sehr weich, was beim Vorschneider ein Problem ist. Denn der wird sehr schnell hier unten stumpf. Das könnte auch daran liegen, dass dieser Winkel hier einfach zu extrem ist. Also diese Spitze hier, die ist schneller weg, als ihr das Ding nachschleifen könnt. Das Hobeleisen habe ich auch geschärft, ganz normal auf 30 Grad. Habe das dann eingesetzt und hier fängt schon die Fummelerei an. Denn das Eisen muss mit dem Vorschneider und mit dieser Fläche hier genau fluchten. Von dieser Seite hier könnt ihr klopfen, wenn das Eisen zu weit übersteht. An dieser Seite hier kommt ihr ans Eisen nicht mehr dran. Das Einstellen ist also extrem fummelig. Dann hatte ich das Ganze soweit eingestellt, wollte die ersten Hobelzüge machen und der Hobel stopfte. Und zwar hier im Bereich des Vorschneiders. Das, was ihr hier seht, ist schon nachgearbeitet. Im Original ist diese Aussparung hier genauso geformt wie das Eisen. Und hier ist einfach kein Platz für die Späne. Die können hier nicht abgeführt werden. Also stopfte das Ganze, der Vorschneider griff nicht mehr und das führte sogar so weit, dass die Späne sich richtig hier hinter den Vorschneider keilten und der Vorschneider dann überstand. Erst nachdem ich das hier alles weggestemmt hatte, funktionierte das Ganze. Das heißt, die Späne, die kleinen Späne, die der Vorschneider macht, konnten abgeführt werden. Was extrem nervig ist, ist dieser Anschlag hier. Das ist einfach nur ein gekantetes Blech mit zwei Punkten hier befestigt. Und da könnt ihr euch ja denken, wie viel Spaß das macht, diesen Anschlag hier genau parallel hier einzustellen. Dazu kommt noch, da das ja ein gekantetes Blech ist, habt ihr unten so eine Fuge. Das heißt, ihr braucht schon ein dickes Lineal, um das irgendwie einzustellen. Also das macht definitiv keinen Spaß. Das Problem bei diesem Anschlag ist auch, dass er meiner Meinung nach hier viel zu klein ist. Er hat zu wenig Führung an einer Kante. Der dürfte größer sein. Man kann aber nicht selbst ein Brett dran schrauben, wie das zum Beispiel bei den Anschlägen bei Veritas-Hobeln der Fall ist, da dann der Verstellweg zu klein wird. Ihr kriegt diesen Anschlag dann einfach nicht mehr weit genug zurück. Alles in allem bin ich von diesem Hobel hier sehr enttäuscht und werde das Projekt Gradleiste von Hand deswegen erstmal nicht weiterführen. Ich weiß, dass Generationen von Schreinern mit solchen Hobeln wunderbare Verbindungen gemacht haben. Aber die Gradverbindung war auch früher keine gebräuchliche Verbindung. Die wurde also nur gemacht, wenn es nicht anders ging. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Schreiner früher mit so einem Werkzeug auch nicht viel Spaß hatten. Noch kurz angemerkt, es gibt von ECE auch noch einen ähnlichen Hobel. Der hat aber nur 9 Grad Schrägstellung. Das ist mir definitiv zu wenig. Ich wollte einen Hobel mit größerer Schrägstellung haben und da gibt es leider nur diesen hier. Es gibt sowieso nur 2 Hersteller von Gradhobeln, wo ihr diese Hobel neu kaufen könnt. Zumindest sind mir nur 2 bekannt. Wie gesagt, der eine von ECE ist mir vom Winkel her zu flach und der ist meiner Meinung nach eine Enttäuschung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Hobel hier 250 € kostet, also so viel wie ein Veritas-Falzhobel.
Der Hobel bewegt sich also preislich im Premium-Segment, nur leider qualitativ einfach nicht. Und mir ist es schleierhaft, dass man in der heutigen Zeit mit den heutigen Produktionsbedingungen einen solchen Hobel nicht besser fertigen kann oder nicht besser fertigen will. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, dass es keine besseren Grathobel gibt. Vielleicht ist der Markt auch so klein, dass sich die Firmen einfach davor scheuen, noch irgendwas hier an diesen Dingern zu verbessern. Ich kann mich definitiv nach 2 Stunden Probehobeln immer noch nicht mit diesem Ding anfreunden und werde ihn erstmal in die Schublade packen und vielleicht irgendwann mal wieder auskramen, wenn ich viel Lust habe. Im Moment bin ich einfach nur genervt von dem Ding. Ich bin enttäuscht von diesem doch sehr teuren Hobel, dass der nicht besser einzustellen ist. Und ja, mir ist die Lust auf Gratleisten von Hand definitiv vergangen. Es mag sein, dass ich einfach zu voreingenommen bin, dass ich mir nicht genug Mühe gebe. Ihr könnt mir mal Tipps in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Vielleicht habt ihr ja so einen Hobel und schlagt gerade die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, was hat der da bloß gemacht? Wie gesagt, ich bin da auf eure Meinung sehr gespannt. Vielleicht habt ihr aber auch die gleichen Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrung hier verleitet mir mal wieder die Lust an Holzhobeln. Ich bin mit meinen Metallhobeln sehr zufrieden. Ich habe Hobel von Lee Nielsen und Veritas. Ich hatte auch günstigere Hobel. Und alle diese Hobel ließen sich besser einstellen, ob es jetzt der Sims-Hobel ist, ob es der Putzhobel ist, ganz egal, als sowas hier. Soviel also erst einmal zu diesem Hobel hier. Ich habe ja in dem Vlog, wo ich das mit der Gratleiste erzählt habe, auch noch andere Themen angeschnitten. Ein paar sind ja schon gekommen, der Rest kommt demnächst von diesen versprochenen Videos. Nur eben das hier kommt nicht. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt. Mehr als ich mit diesem Hobel hier.